Ja, es ist Mittwoch und da ist unser Thema IT-Sicherheit und heute geht es um das Thema Foto-App-TAN. Dieses TAN-Verfahren von Banken ist jetzt gehackt worden. Wieso, weshalb, warum und was dahinter steckt, bleibt dran. Ja, wir werden immer mobiler und wir wollen auch mobil ganz bequem unsere Bankgeschäfte tätigen und Banken werben genau mit diesem Slogan. Einfach, sicher, unkompliziert wirbt zum Beispiel die Deutsche Bank für das sogenannte Foto-TAN-Verfahren. Das ist eine App, wo du den TAN und die ganzen Informationen verschlüsselt als ein buntes Foto auf dein Handy bekommst. Und zwei Forscher der Universität, heißt das Wort, Nürnberg-Erlangen, haben jetzt genau dieses Foto-TAN-Verfahren ganz einfach gehackt. Und sie haben in einem Live-Video, in einer Live-Demonstration gezeigt, wie einfach es ist, diese TANs zu hacken oder dieses TAN-Verfahren zu hacken, Überweisungen zu tätigen und dass der Geschädigte das unter Umständen gar nicht mitbekommen muss. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Damit die das können, muss eine Schadsoftware auf dem Handy installiert sein. Dass das super einfach ist, habe ich in anderen Videos erklärt. Zum Beispiel über OK Google oder Siri. Hallo Siri, werden solche Schadsoftware auf, per Sprachbefehl auf das Handy geladen und du bekommst gar nicht mit, dass dieser Sprachbefehl ausgeführt worden ist. Also ein Riesenthema. Und was sagen Banken dazu? Die Banken berufen sich ja darauf, dass bei denen alles okay ist und dann ist wieder die Umkehr der Beweislast, dass du als Kunde dich darum kümmern musst und nachweisen musst, dass auch wirklich alles ordnungsgemäß gelaufen ist und du zum Beispiel nicht diese beiden Apps auf einem Handy hattest, was das Ganze natürlich viel bequemer macht. Verwunderlich ist auch, dass diese Apps, gehackte Apps im Google App Store angeboten werden und man sie kaum unterscheiden kann von den echten. Also du merkst wie immer, da ist Tür und Tor offen. Wenn du dich sichern willst, verlinke ich hier drunter, haben wir eine ganz einfache und bequeme Möglichkeit, wie du dich gegen solche Angriffe oder vor Schäden, die durch solche Angriffe entstanden sind, also wenn das Kind wirklich in den Brunnen gefallen ist, absichern kannst. Bemerkenswert ist auch noch, dass die Forscher gesagt haben, normalerweise bieten sie ihre Arbeit diesen Instituten an, um dann zu sagen, hier und hier ist ein technischer Fehler, da könnt ihr was besser machen. Und hier sagen sie, es liegt ein konzeptioneller Fehler vor. Und zwar wäre dieses ganze Konzept einfach nicht durchdacht. Also, in diesem Sinne würde ich dir erstmal sicheres Surfen, Augen auf bei der App, die du runterlädst und ich würde mal sagen, besser Finger weg von Bankgeschäften über Smartphone. Bis nächste Woche. Tschüss. Am Ende der Videos sage ich immer, abonnier doch meinen Kanal. Warum eigentlich? Ganz einfach, wenn du meinen Kanal abonniert hast, dann bekommst du immer sofort eine E-Mail geschickt, eine Information, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Du bleibst somit auf dem Laufenden. Und meine Themen sind Versicherung, Finanzen und Internetsicherheit. Und das sind Themen, die sind brandaktuell. Und in der Regel ist es so, dass immer ein Tipp dabei ist für dich. Und es ist wichtig, dass du diese Tipps mitbekommst. Nehmen wir nur die letzten Videos zum Thema Internetsicherheit. Da ging es auch um zwei, drei kleine Einstellungen auf deinem Handy, deinem Tablet, damit du keinem Hacker zum Opfer fallen kannst. Also ist dieses Thema informiert werden über ein neues Video für dich von Vorteil, weil du immer auf dem Laufenden bleibst. Wenn du jetzt nicht weißt, wie du den Kanal abonnieren kannst und wie du dich bei YouTube anmeldest, dann habe ich dir ein kleines Video gedreht, das genau erklärt, welche Schritte du gehen musst, damit du dich bei YouTube anmelden kannst und den Kanal abonnieren kannst.